Stiftung gehört und auch ein präventives Bashing der Opposition, vor allen Dingen der Bündnis-Grünen-Fraktion. Dafür, dass wir es wagten, nicht zu applaudieren, sondern den Prozess kritisch zu begleiten. Dafür, dass wir es wagten, nicht zuzustimmen, sondern einen Wirtschaftsplan in Frage zu stellen. Dafür, dass wir es wagten, nicht zu schweigen, sondern die Nähe zur Staatskanzlei zu beklagen. Guten Morgen, Herr Sellering. Wir sind die Opposition und wir dürfen das. Das ist sogar unser Auftrag. Und nachdem, aber es muss ich die, ich bin ein wenig traurig, dass die Linke sich hier ein Stück weit regierungstreu und offensichtlich auch schon koalitionswillig zeigt und leider nicht widerständig geblieben ist. Ich hätte mir das sehr gewünscht, weil dann hätten wir das hier heute anders bewerkstelligen können. Wir reden auch nicht schlechter, als es von Ihnen gemacht ist, Herr Sellering. Aber 10 Jahre große Koalition verzerren offenbar doch ein bisschen den Blick für die Realitäten und für die Minderheitenrechte im Parlament und machen empfindlich für jede Form von Kritik. Sivan Lachinyan weiß, wovon ich spreche. Und auch in dieser Angelegenheit sieht der Ministerpräsident Veränderungsbedarf nicht etwa bei der Ehrenamtsstiftung selbst, sondern vor allem in der Berichterstattung darüber. Nur scherzhaft natürlich. In knapp 3 Monaten haben wir das hoffentlich hinter uns. Wir hatten auch schon überlegt, ob wir nach gutem Brauch nicht schon im vergangenen Herbst nach 100 Tagen eigentlich Bilanz ziehen sollten, aber das schien uns dann doch zu früh. Und nun hat die Koalition mit dieser Aussprache selbst den Anlass für ein Geburtstagsständchen gegeben. Also, Happy Birthday, liebe Ehrenamtsstiftung. Schön, dass es dich gibt. Schön und schade. Schön, dass wir seit einem Jahr eine Stiftung fürs Ehrenamt haben. Schön, dass kleine Initiativen nun leichter an Geld für ihre Projekte kommen. Schön, dass Engagierte mehr Beratung und Weiterbildung bekommen. Aber schade, dass das schon alles gewesen sein soll. Eine Stiftung ist ja an sich schon eine eigene Form von Engagement. Unabhängig, eigensinnig und gemeinnützig, überall da eingreifend, wo Hilfe gebraucht wird. Doch eine Stiftung, die per Satzung von einem Geschäftsführer geleitet wird, der von einem Vorstand aus lauter Mitgliedern der Koalitionsparteien bestimmt wird, der von einem Stiftungsrat aus mehrheitlichen Staatskanzleiangehörigen kontrolliert wird, dem der Ministerpräsident selbst vorsitzt, noch dazu mit einem Kuratorium, das überhaupt nichts zu sagen hat, eine solche Stiftung kann weder Unabhängigkeit noch Eigensinn noch Gemeinnützigkeit für sich in Anspruch nehmen und geht am Wesen des Engagements völlig vorbei. Da muss sich auch niemand wundern, dass die erhofften Zustiftungen ausbleiben. Und es ist natürlich die Frage, inwiefern gerade diese Stiftung möglicherweise dafür nutzt, den Spitzenkandidaten der SPD prominenter zu fördern. Und da habe ich am Ende mehr davon, als beim MP eben stiften zu gehen. Und ich denke, das ist eine Frage, die wir hier auch noch mal betrachten müssen. Bürgerschaftliches Engagement will aber selbst gestalten und nicht von außen verwaltet werden. Als Kinder vieler Bürgerbewegungen wissen und schätzen wir Bündnisgrüne das. Aber so wie Erwin Sellering seine Stiftung versteht, nämlich als Dienstleister, so versteht er offenbar auch die Ehrenamtlichen im Land als Dienstleister. Eine Landesbehörde mit höheren und niederen Beamten. Nichts könnte weiter von der Wirklichkeit gerade kleiner Engagementinitiativen sein, die Sie fördern wollen. Alle Engagementförderung inklusive die Ehrenamtsstiftung verpuffen jedoch ohne ihre Einbindung in integrierte Engagementstrategien von Land, Kreisen, Ämtern und Gemeinden. Grundlage einer solchen Engagementstrategie wäre ein Engagementetat im Landeshaushalt. Diese Strategie müsste auch das Verhältnis von Hauptamt zu Ehrenamt klären, sowie die Erziehung zum Engagement angehen. Solange es aber kein Engagementetat und keine Engagementstrategie gibt, werden immer zuerst die Wohlfahrtsverbände, die freiwilligen Rettungs- und Katastrophendienste sowie die Sportverbände, dann die Vereinslandschaft und erst zu allerletzt die freien Initiativen und Projekte den Rahmen der Ehrenamtsförderung abschöpfen. Wer zuerst kommt und am lautesten schreit. Der Vorteil der Ersteren sind eben die hauptamtliche Strukturen haben. Wirksamer ist da eine aufsuchende Aktivierung von Engagement im öffentlichen Raum.
Beispielsweise vor allem in Einkaufszentren oder bei Volksfesten sowie bei Kultur- und Sportveranstaltungen oder eben auch am MV-Tag. Oder durch die kontinuierliche aufsuchende Quartiersarbeit von Mehrgenerationenhäusern und oder auch Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanagern. Aber anstatt ein Forum für die Entwicklung, des bürgerschaftlichen Engagements zu eröffnen, baut die Landesregierung nun ein Servicecenter auf. Darum hat die Ehrenamtsstiftung weder Vision noch Impulse für unsere Zivilgesellschaft. Daher erklärt sich die erste Jahresrückschau als Leistungsbilanz in Kennzahlen und deshalb liegen Personal- und Sachkosten weit über der Ausschüttung fürs bürgerschaftliche Engagement. Schön, wenn dabei fürs Ehrenamt noch etwas abfällt, aber schade um das viele Geld. Schade um das Ende des Netzwerks Freiwilliges Engagement MV und schade das grundlegende Unverständnis all denen gegenüber, die Kleines und Großes umsonst tun. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache und rufe auf den Tagesordnungspunkt 22. Aussprache gemäß Paragraph 43. Aussprache gemäß Paragraph 43 Ziffer 2 der Geschäftsordnung des Landtages zum Thema Zukunftsvertrag Ausdruck gescheiterter Regierungspolitik. Im Ältestenrat ist eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 120 Minuten vorgesehen. Ich sehe und höre dazu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat für die Fraktion Die Linke der Fraktionsvorsitzende Herr Holter. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, eine zu Ende gehende Wahlperiode gibt naturgemäß Anlass, Bilanz zu ziehen. Das betrifft die Regierung und ihr Handeln ebenso wie die Opposition und ihr Agieren. Der Wahlkampf nimmt gleichzeitig an Fahrt auf und die politische Auseinandersetzung, Herr Müller, wird an Schärfe zunehmen. Auch das ist richtig, müsste ich jetzt rufen. Damit hierbei Sachargumente nicht unter die Rede geraten, sollte sich eine Bilanz weitestgehend auf Fakten stützen. Meine Damen und Herren, Fakt ist, dass laut Koalitionsvereinbarung Ziffer 326 das zentrale innen- und kommunalpolitische Vorhaben der gegenwärtigen Koalition der Abschluss eines Zukunftsvertrages ist. Ich darf zitieren, die Koalitionspartner werden einen Zukunftsvertrag mit den Kommunen vereinbaren, in dem wesentliche Fragen im Verhältnis zwischen dem Land und seinen Kommunen geregelt werden. Soweit der Koalitionsvertrag. Meine Damen und Herren, Fakt ist, dass dem Landtag bis zur heutigen, also seiner vorletzten Sitzung, ein Zukunftsvertrag nicht vorliegt. Und Fakt ist auch, dass für mindestens einen Vertragspartner, konkret dem Städte- und Gemeindetag, das Thema Zukunftsvertrag spätestens seit Juli 2015 mausetot ist. Ich darf Herrn Wellmann zitieren aus seinem Bericht zur Sitzung des Lenkungsausschusses, nachzulesen im Überblick Heft 7 2015. Zitat: Mehrere Jahre haben die kommunalen Landesverbände mit der Landesregierung an einem Zukunftsvertrag verhandelt. Letztlich scheitert es aber daran, dass sie das Finanzministerium bei der Verhandlung zum Zukunftsvertrag als federführend durchsetzen konnte. Meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, nach meiner Kenntnis hatte die Staatskanzlei über eine entsprechende Lenkungsgruppe direkten Zugriff auf den Beratungsverlauf zu diesem Zukunftsvertrag. Ich komme hierauf an anderer Stelle nochmal zurück. In diesem Zusammenhang ist es allerdings mehr als gerechtfertigt, das Scheitern des Zukunftsvertrages als faktischen Ausdruck einer gescheiterten Regierungspolitik gegenüber den Kommunen zu begreifen. Meine Damen und Herren, Tatsache ist aber auch, dass meine Fraktion das Projekt Zukunftsvertrag von Anbeginn an intensiv und zugleich mit zunehmender Sorge begleitet hat. Wir alle wissen heute leider, diese Sorge, unsere Befürchtungen waren mehr als berechtigt. Gestatten Sie mir daher einen kurzen Rückblick. Am 17. November 2011 hat dieser Landtag folgenden Antrag meiner Fraktion debattiert. Verhandlungen über Zukunftsvertrag unverzüglich beginnen. Der Innenminister freute sich damals sehr, dass die Linke mit ihrem Antrag ein wichtiges Ziel der Koalition unterstützt, denn der Zukunftsvertrag wird den Kommunen die notwendige Planungssicherheit geben. Und ich darf wegen seiner bildlichen Sprache
den schon eben erwähnten Kollegen Heinz Müller zitieren. Zitat: Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt 2014 hätten, dann würde ich eine solche Aufforderung durchaus verstehen. Wir haben aber November 2011. Die Tinte der Unterschriften des Koalitionsvertrages ist kaum trocken und schon fordern Sie uns auf, unseren Koalitionsvertrag umzusetzen. Ja, liebe